Okay, vielen Dank für Ihre Teilnahme heute. Und heute ist unsere zweite Sitzung des Kurses für Informationskompetenz für die historische Sprachwissenschaft, für die indogermanische Sprachwissenschaft. Okay. Wir haben eigentlich letztes Mal vor 2 Wochen über eigentlich ganz technische Sache gesprochen. Das ist eigentlich nicht wirklich nicht so eng verwandt mit Sprachwissenschaft, sondern einige technische Sache, zum Beispiel wie kann man Microsoft Office benutzen und wie kann man Idiom Wi-Fi an der Uni benutzen, obwohl jetzt alle zu Hause bleiben müssen. Aber später, wenn sie wieder, wenn wir wieder an der Universität anwesend sein dürften, dann können wir Idiom in Campus benutzen. Okay? Und Sie können natürlich auch Cloud Printing benutzen für Ihre Seminare, für Ihre Seminararbeit und so weiter. Und dann, wir haben dies auch gelernt, wie kann man die neue Sprache in Ihre eigenen Rechner hinzufügen. Und ich habe eigentlich mit meinen eigenen Rechner demonstriert. Ich benutze selber eigentlich ein Mac, deswegen könnte ich leider die Methode in Windows oder in Linux zeigen, aber Sie finden bestimmt die Methode. Ja, ich habe damals auch euch gezeigt, es gibt ausführliche Beschreibungen in Microsoft Website. Ja. Aber mit Linux bin ich wirklich fremd. Sie müssen sich selber helfen. Ja, tut mir leid. Und da haben wir auch gelernt, die Sondenzeichen einzugeben. Ja, und dann für das Thema Sondenzeichen haben wir auch Unicode angeschaut. Das heißt, alle Zeichen sind eigentlich Unicode. Ja, in diese Unicode-System, wie kann man sagen, gecodet. Und deswegen finden Sie alle Zeichen aus dieser zwei Webseiten. Ja. Okay. Und ich habe auch etwas über die Methode für Mac-Benutzer gesprochen. Und danach haben wir Google. Besonders Google Advanced Search zusammengeschaut. Wie funktioniert das? Ja, okay, das ist eigentlich, was wir letzte Sitzung gemacht haben. Okay, und für heute möchte ich eigentlich zuerst etwas über unsere Portfolio sprechen. Ja, das ist, ich weiß, ich glaube, das ist vielleicht für euch das Wichtigste. Und dieser Kurs ist eigentlich ein Pflichtmodul und Sie müssen mindestens bestehen. Ja, okay. Und einige von euch möchten vielleicht 1 bekommen. Ja, das heißt, ich erkläre jetzt, wie können Sie dieses Portfolio gut schreiben oder gut vorbereiten. Okay. Und diese ersten Punkte habe ich früher schon erklärt. Das heißt, im Portfolio beschreiben Sie, was wir dieses Semester gelernt haben. Das ist eigentlich ziemlich nicht so schwierig, denke ich. Sie schauen später die Videos, Sie schreiben Notiz während jeder Sitzung. Das können Sie ganz einfach machen. Okay? Und dann kommt noch etwas. Das heißt, diese Veranstaltung findet früher, ich meine, in normaler Situation, in normaler Zeit, findet eigentlich in PC-Raum statt, in unserem Rechenzentrum.
Das ist in Schillingstraße 3. Das ist, es gibt ein Rückgebäude in Schillingstraße 3 und die Veranstaltung findet normalerweise dort statt. Und alle Teilnehmer, alle Besucher haben eigentlich die Chance, mit eigenen Rechnen zu probieren. Ja, und unser Kurs ist eigentlich auch ein Übungskurs. Das heißt, das ist keine Vorlesung, ja. Ich mache jetzt, das ist quasi wie eine Vorlesung, aber eigentlich ist nicht so, ja. Eigentlich, das ist ein Übungskurs und und neben dieser Lehrstoff müssen Sie selber auch ein bisschen probieren mit der Rechnen im PC-Zentrum, im Rechenzentrum, ja. Okay, deswegen, Sie sind eigentlich erwartet, in Ihrem Portfolio ein Screenshot hinzufügen. Hier ist wichtig, ja. Das heißt, Sie beschreiben zuerst, was wir gelernt haben, und dann probieren Sie mit Ihrer eigenen Rechner. Entweder Mac oder entweder PC oder Linux, das ist egal, ja. Und zum Beispiel, wir haben letztes Mal Google Advanced Search probiert. Und dann, was machen wir das? Ich zeige euch, was Sie machen sollen. Das heißt, finden Sie Google Scholar zuerst hier, ja, okay, und dann klicken Sie Google Advanced Search, nicht Google Scholar, Google Advanced Search, Entschuldigung, okay. Und dann finden Sie hier tippen Sie hier ein Wort, ein Suchbegriff, Scholarship, was wir letztes Mal gemacht haben. Und dann, ich glaube, ich habe letztes Mal mit der Website von Harvard demonstriert. Das heißt, wir machen nochmal mit Harvard Universität. Und das ist diese Seite. Ja, das ist die Seite von Harvard Universität. Okay. Und dann fügen Sie hier hinzu Site or Domain und dann klicken Sie Advanced Search. Okay, und jetzt machen Sie ein Screenshot. Jetzt machen Sie ein Screenshot. Das ist so, machen Sie so. Okay. Und dann speichern Sie dieses Screenshot. Das ist ein Bild. Und dann speichern Sie dieses Screenshot in Ihre Portfolio. Okay? Das heißt, es gibt drei Schritte. Beschreiben Sie zuerst, wie funktioniert Google Advanced Search. Okay? Und dann zweiter Schritt, probieren Sie mit Ihrem eigenen Rechnen. Dritter Schritt, machen Sie ein Screenshot von Ergebnis. Sie müssen nicht hier Screenshot machen. Ich meine, hier brauchen Sie nicht Screenshot machen. Ja, hier, das ist nur eine Suchen. Das ist nur Suchen in Google. Ja, das brauchen Sie nicht. Und Sie brauchen auch nicht hier ein Screenshot zu machen. Ja, das brauchen Sie nicht. Sie brauchen nur ein Screenshot vom Ergebnis. Okay? Wichtig ist ja Google Advanced Search. Das heißt, ich brauche eigentlich nur ein Screenshot vom Ergebnis. Ist das klar? Das heißt, ich brauche nur diese Seite von Advanced Search. Ich brauche nur diese Seite. Sie können LMU, Sie können Heidelberg, Sie können Scholarship, Sie können Stipendium, Sie können irgendeine Sache suchen. Aber ich brauche die Seite von Ergebnissen. Ist das klar? Ich hoffe, das ist klar, oder? Ja. Ich brauche diese Ergebnisse-Seite. Ja. Und das heißt, die Ergebnisse-Seite haben Sie hier im Suchfenster eigentlich. Dieser, wie kann man sagen, diese Expression, ja. Das heißt, das Scholarship und dann Leerzeichen, Site
Doppelpunkt Seite. Das ist sehr wichtig, ja. Okay, das ist alles für, ich nehme nur ein Beispiel, ja. Okay, und dann, es gibt auch Informationen zur Screenshot. Das heißt, in Windows, wie kann man ein Screenshot machen, und in Apple, in Mac, wie kann man ein Screenshot machen, und auch bei Linux. Ich schicke euch später die Seite in eine Gruppe Nachricht mit aller Website, die wir heute benutzen werden. Okay, ja. Oder ich kann jetzt vielleicht sofort oder vielleicht später, ja. Wir brauchen eigentlich nicht das Screenshot machen. Sie müssen nur später bei Portfolio ein Screenshot zu machen. Okay. Okay, dann kommen wir zu unserem Thema heute. Und unser Thema heute ist diese Sache. Heißt Datenbank Infosystem, Uni-Bibliothek der LMU München. Okay. Sie finden eigentlich, vielleicht, das ist ein bisschen zu kompliziert, auswendig le zu lernen. Eine einfache Sache ist, tippen Sie in Google Uni Bibliothek, RMU. Das ist ziemlich einfach. Und dann klicken Sie diese Seite. Und dann wir sind bei dieser Seite gelandet. Ja? Okay, und dann klicken Sie hier eMedia der UB. eMedia der UB. Und es gibt verschiedene Kategorien. Und heute probieren wir diese Kategorie, heißt Datenbank. Okay, dann klicken wir Datenbank. Ich schließe die andere Seite aus. Ich glaube, Sie können gleichzeitig machen, dann das ist vielleicht einfacher, ja. Das heißt, tippen Sie Uni Bibliothek RMU in Google und dann klicken Sie eMedia der UB, okay? Und dann kommen wir hier direkt zu Datenbank Infosystem. Dann klicken Sie hier. Hier müssen Sie mit Ihrer RMU-Kennung einloggen, ja, okay. Ja, okay. Ich warte ein bisschen, bis alle Leute diese Seite erreicht haben. Okay, ich wiederhole ein bisschen. Klicken Sie UB und dann gehen Sie zu eMedia und dann wählen Sie Datenbank. Okay, und dann gehen Sie direkt zur Datenbank Infosystem. Okay. Und bei dieser Seite müssen Sie sich anmelden. Ja, okay. Und ich habe schon gemacht und dann hier. Okay. Ja, das ist dieser, wie kann man sagen, die gesamte Datenbank für die RMU-Mitglieder. Okay, und hier können Sie eigentlich mindestens zwei Möglichkeiten, nämlich zuerst nach Fachübersicht und dann zweite Kategorie ist alphabetisch. Und ich finde, diese Fachübersicht ist vielleicht besser und vernünftiger. Und dann schauen wir hier, es gibt allgemeiner, das ist fachübergreifend, können wir später anschauen. Ich zeige euch, was für uns wichtig ist. Hier, allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft, das ist für uns das Wichtigste. Und dann gibt es auch Anglistik, Archäologie, Architektur und so weiter. Und hier haben wir auch Germanistik und Skandinavistik. Und danach haben wir Geschichte und haben wir auch klassische Philologie. Die
ich glaube, oder Kunstgeschichte, aber nicht wirklich relevant. Und dann Romanistik und Slawistik. Ich glaube am Ende, okay, ja, das ist, glaube ich, für uns die relevante Fächer. Und ich klicke zuerst diese allgemeine und vergleichende Sprach- Literaturwissenschaft. Und dann sind wir bei dieser Seite gelandet. Und auf dieser Seite kommt zuerst eine Beschreibung oder eine Erklärung. Es gibt natürlich zahlreiche Datenbanken. Und diese Datenbank lassen sich eigentlich in solche fünf Kategorien unterteilen. Und diese erste heißt freien Web. Das heißt, das ist eine frei zugängliche und sogar ohne RMU-Kennung können Sie diese Seite benutzen, können Sie diese Datenbank benutzen. Das heißt frei im Web. Und zweiter ist nur für Mitglieder lizenziert. Das heißt, für diese Datenbank müssen Sie sich anmelden. Und dann über CD-ROM Server Bayern für RMU-Mitglieder verfügbar. Das heißt, für diese Datenbank gibt es nur eine begrenzte Zahl der Benutzer. Und manchmal müssen Sie selber in die Bibliothek gehen und dann dort einen Ort zu benutzen. Ja. Und manchmal geht das über Internet. Zu Hause können Sie auch benutzen, aber das ist ein bisschen beschränkt. Okay? Und dann P und D, das ist nur ganz weniger. Ja. Okay. Und diese D finden Sie normalerweise zusammen mit dieser U. Das heißt, deutschlandweit frei zugänglich DFG gefördert. Und das heißt, mit RMU-Kennung können Sie trotzdem benutzen. Okay. Das ist eigentlich so. Und für uns, das ist sehr wichtig, die solche mit U gekennzeichnet Datenbank. Das ist eigentlich unser Vorteil als RMU-Studierenden, oder? Ja. Okay. Und hier haben wir ein paar sehr nützliche Suchmaschinen oder Suchengine. Eine ist diese Bibliography of Linguistic Literature oder Bibliography der deutschen Sprache und Literaturwissenschaft. Ja. Ich werde später euch genauer zeigen. Ja. Jetzt nur muss ich ein bisschen vorstellen. Ja. Und dann noch eine heißt Encyclopedia of Language and Linguistics. Und da haben wir auch diese Serie. Das ist eine, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Serien für uns Sprachwissenschaftler. Das ist eine riesige Serie. Und unter dieser Serie gibt es zahlreiche Topics. Zahlreiche Themen, ja. Und natürlich auch Sprachwissenschaft, besonders Indogermanistik, okay? Und dann für uns auch sehr wichtig ist diese Datenbank, heißt Langerscheidt Online-Wörterbuch, okay? Und später, diese sind eigentlich frei im Web, dann können Sie einfach anschauen, was Sie Interesse haben. Und so weiter. Ja, okay. Und noch sehr wichtig ist dieser, heißt De Gruyter Online und De Gruyter E-Books. Viele Lehrbücher, die für die Kurse an der RMU benutzt werden, sind eigentlich bei De Gruyter veröffentlicht. Und die Bücher können Sie eigentlich kostenlos herunterladen. Okay, aber eine wichtige Sache. Und diese Bücher sind Urheberrechte beschützt. Deswegen können Sie
nur für ihre eigenen benutzen. Sie dürfen eigentlich nicht in ein öffentliches Netzwerk hochladen. Das geht leider nicht. Ja, okay. Okay, ja, wie gesagt, es gibt wirklich zahlreiche Datenbanken hier und Sie können eigentlich selber später ruhig lesen. Ja, okay. Und auch wichtig ist dieser, heißt JSTOR. Das ist später für Ihre Seminare, für Ihre Seminararbeit sehr wichtig. Ich meine, nicht unbedingt für unser Portfolio, aber später, wenn Sie zum Beispiel ein Seminar besuchen, manche Literatur, wichtige Literatur, sind eigentlich in dieser Website verfügbar. Sie können mit Ihrer RMU-Kennung kostenlos herunterladen. Ja, okay. Ich zeige Ihnen später. Ja, das ist eigentlich auch unser Thema. Okay, hier wiederum Langerscheidt Online-Wörterbuch. Ja. Okay, schauen Sie hier. Das ist die sogenannte CD-ROM-Server. Ja. Das kann man wahrscheinlich nur an Ort benutzen können. Ja. Okay. Ja, okay. Und da es gibt auch Oxford English Dictionary, Oxford Handbooks online und Oxford Journals Digital Archive. Und Oxford English Dictionary, das ist eigentlich sehr wichtig für die Anglistik und natürlich auch für Sprachwissenschaftler. Das heißt, ich denke, wir haben alle früher im Gymnasium Englisch gelernt, aber für Sprachwissenschaftler nur eine, zum Beispiel eine, ich weiß nicht, es gibt vielleicht Duden Englisch-Deutsch-Wörterbuch oder Langerscheidt Englisch-Wörterbuch, ja, aber das ist eigentlich nicht genug für die Sprachwissenschaftler, ja, für die Sprachwissenschaftler. Und Oxford English Dictionary ist eigentlich das, wie kann man sagen, das ausführlichste Wörterbuch für die englische Sprache. Natürlich moderne Englisch. Aber es gibt auch sehr viele Informationen zur alten Stufe der englischen Sprache. Deswegen, wenn Sie später zum Beispiel eine Seminararbeit über Englisch oder über englische Wörter, englische Ausdrücke, dann können Sie diese Wörterbuch benutzen. Ja, ich zeig euch, wie das funktioniert, später. Ja. Okay, und hier, das ist eigentlich für Sozialwissenschaft. Dieser Springer, ja, ist ein sehr wichtiger Verlag für Lehrbücher. Ja, viele werden auch für die Kurse benutzt. Okay. Und dann gibt es. Ja, hier finden Sie einige türkische Wörterbücher und so weiter. Ja. Okay, das ist. Ah, okay, hier ist es auch eine Datenbank, heißt Willi. Das ist ein sehr wichtiger Verlag in der USA und sie veröffentlicht auch sehr viele nützliche Lehrbücher. Und dann gibt es auch ein Wörterbuchportal. Das ist eigentlich frei im Web. Das ist eigentlich auch wichtig. Wir schauen später. Okay, das ist eigentlich diese ganze Liste. Jetzt gehen wir zur einzelnen Kategorie. Das heißt,
Wir studieren eigentlich Sprachwissenschaft und besonders historische Sprachwissenschaft oder indogermanische, indoeuropäische Sprachwissenschaft. Und unter indogermanische oder indoeuropäische Sprachfamilie haben wir so viele Kategorien. Und diese Information finden Sie in unserer Website. Heißt Indogermanistik, Uni München und so weiter. Ich schicke euch später eine Nachricht mit solcher Information. Okay, wir schauen mal zuerst die verschiedenen Kategorien. Das ist eigentlich alphabetisch geordnet. Albanisch, Anatolisch, mit, das heißt, diese Sprache ist eigentlich schon ausgestorben. Ja. Wir haben nur Sprachdenkmäler, die nicht mehr, und diese Sprache werden heute nicht mehr benutzt. Ja. Und unter dieser Kategorie haben wir zum Beispiel Hethitisch, Luwisch und Lydisch. Das ist hauptsächlich in Anatolien. Das heißt, moderne, erst in Türkei. Und dann Armenisch und Baltisch. Und Baltisch haben wir drei wichtige Vertreter. Erst heißt Altprussisch, aber das ist auch ausgestorben. Und dann Lettisch und Litauisch. Und wir haben eigentlich auch Litauisch Kurs von Herr Euler bei uns. Okay. Und dann Germanisch, das ist vielleicht eine der wichtigsten Sprachfamilien. Und zahlreiche Sprachen werden bis heute noch benutzt. Und Dänisch, Deutsch, Englisch, Friesisch und Gotisch. Ab Gotisch ist wieder eine tote Sprache. Und Isländisch, Niederländisch und so weiter. Und Griechisch und Indo-Iranisch. Und Indo-Iranisch ist auch eine sehr wichtige Sprachfamilie. Und die alte Sprache, eine alte Sprache heißt Avestisch. Und Sanskrit, das ist für indische Kultur und Buddhismus und sehr wichtig. Und die andere hier, Event, sind eigentlich normale, moderne, Entschuldigung, moderne Sprache. Farsi, Hindi, Kurdisch, Marathi, Pashto und Urdu und so weiter. Und dann keltische Sprache haben wir Irisch, haben wir Kymrisch und Bretonisch und so weiter. Und die andere Gallisch und Keltibellisch und Kornisch sind eigentlich schon gestorben. Und dann haben wir Italisch und unter Italisch haben wir natürlich Latein. Und auch eine andere Sprachfamilie heißt das Sabellisch. Okay. Und die moderne Sprache stammt eigentlich aus Latein. Und sie bilden die romanische Sprachfamilie, Französisch, Italienisch und so weiter. Ja. Und Slawisch natürlich bis heute auch sehr lebendig. Und am Ende noch eine Sprache heißt Tocharisch. Das ist wieder ausgestorben. Okay, und wir werden eigentlich die fettgedruckte Sprachfamilie genauer anschauen. Es gibt sehr viele und gute Datenbank und wir können sagen, sehr wichtige Wörterbücher, Webseite, Textausgaben und so weiter für diese fettgedruckte Sprachfamilie oder die wir später in unserer Studiengang verwendet werden. Ja, die wichtige Datenbank. Okay. Ich glaube, wir beginnen vielleicht mit moderner Sprache. Das ist vielleicht für euch einfacher, ja. Und ich bin nicht so sicher, ob Sie früher Erfahrung mit alter indogermanischer oder indoeuropäischer Sprache haben. Aber Sie haben vielleicht früher im Gymnasium mindestens Latein gelernt. Oder manche von euch sogar Griechisch. Ja. Okay. Wir werden später die lateinische und griechische Datenbank anschauen. Okay, und die erste
beginnen wir mit moderner Sprache. Und für moderne Sprache, es gibt eine sehr wichtige, zuerst eine offene Seite, diese F mit F gekennzeichnete Seite. Und das heißt Pons. Ich glaube, das ist euch vielleicht nicht fremd. Pons ist eigentlich ein sehr wichtiger Verlag für die Sprache. Und suchen, tippen Sie eigentlich Pons in Google. Und dann kommt diese Seite, Pons Dictionary. Okay? Das ist ziemlich einfach. Und dann auf dieser Seite können Sie hier, das ist kostenlos, alles kostenlos. Ich meine, diese Online-Version ist kostenlos. Okay? Und Sie wählen hier die erwünschte Sprache. Zum Beispiel, ich möchte Englisch hier benutzen. Ja? Entschuldigung. Ja, ich möchte Englisch und dann zum Deutsch. Okay? Und dann suche ich vielleicht, was kann ich suchen? Vielleicht Language. Ja? Und dann, es gibt andere Phrasen. Ja, okay, ich tippe vielleicht Language Acquisition und dann kommt diese Erklärung. Ja, das ist ziemlich einfach. Ja. Und für diese, ja, eigentlich für diese brauchen Sie kein Screenshot machen. Das ist eigentlich einfacher. Ja. Okay. Und was Sie vielleicht ein Screenshot machen sollen, ist eigentlich dieser. Entschuldigung. Vielleicht dieser Seite. Dann machen Sie vielleicht einen Screenshot, nachdem Sie diese Seite erreicht haben. Okay? Und da machen Sie vielleicht einen Screenshot von hier. Sie beschreiben, wie finden Sie, wie man diese Seite finden kann. Das heißt, in Google tippen Sie Uni, Bibliothek, RMU, dann gehen Sie zur diese Datenbank und dann suchen Sie Datenbank direkt zur Datenbank und so weiter. Und dann geben Sie Ihre Kennung, RMU-Kennung und danach können Sie diese Seite erreichen. Und nachdem Sie diese Seite erreicht haben, dann machen Sie einen Screenshot von hier. Okay? Von hier. Okay. Okay, das ist dieser nützliche Website in Pons. Und Sie können natürlich auch Französisch wählen. Hier wählen Sie Deutsch. Ja. Und für Deutsch, für Deutsche, für, Entschuldigung, für Deutsch gibt es viele Möglichkeiten. Deutsch, Französisch, Deutsch, Englisch, Deutsch, sogar Deutsch, Chinesisch und Deutsch, Bulgarisch, Deutsch, Arabisch und so weiter. Ja, okay, es gibt sehr viele. Und zum Beispiel, ich tippe Sprache und dann kommt das Ergebnis. Und Sie können auch tippen, natürlich, Sie wissen die Aussprache von Deutsch, aber zum Beispiel, Sie möchten die Aussprache von Französisch Wörter hören oder lernen, dann tippen Sie hier. Okay? Hier gibt es sogar zwei Varianten: Canadian French und French in France. Okay? Und dann tippen Sie vielleicht dieser. Langue vivante ou morte. Ja, das ist Langue vivante ou morte. Langue vivante morte. Ja, das ist ja. Und Sie können noch andere probieren, ja. Parler le même langage que le peuple. Ja, und so weiter. Ja, das ist eigentlich sehr hilfreich für diejenigen, die Fremdsprache oder Fremdwörter aussprechen und lernen möchten. Okay? Das ist kostenlos. Und Sie können natürlich auch Pons Wörterbuch in Ihr Handy installieren, aber das ist nicht kostenlos. Und das kann manchmal sehr teurer sein. Okay. Und deswegen benutzen Sie diese Website. Das ist ziemlich einfach. Jetzt gehen wir zur die Seite für RMU-Mitglieder, nämlich diese lange Scheit Wörterbücher. Wie gesagt, gehen wir wieder zurück zu dieser Datenbank-Infosystem-Seite und finden wir Langerscheid Online-Wörterbuch hier. Dann klicken wir.
klicken wir lange Zeit Online-Wörterbuch. Okay, dann das ist diese Beschreibung der Datenbank. Das ist die Seite, wir klicken später. Okay, hier das ist eine Beschreibung. Das heißt, das Portal beinhaltet, abhängig von der Lizenz, Stand 2019. Okay, und das heißt, in dieser Datenbank sind so viele Wörterbücher verfügbar. Arabisch Deutsch, Bulgarisch Deutsch, Dänisch Deutsch und so weiter. Und auch für Englisch Wörterbücher, French English, Italienisch English und Japanese English, Korean English und für Duden auch so und für Fachwörterbücher und so weiter. Ja, es sind wirklich zahlreiche Wörterbücher. Okay, und dann klicken wir diese Seite. Es geht ein bisschen langsam. Ich probiere nochmal. Okay, das ist eigentlich dieser Hauptmenü. Warum? Das ist so langsam. Moment. Okay, ja, hier müssen Sie zuerst wählen, was Sie suchen möchten. Und hier, das ist deutlich weniger. Ah, das ist, okay, wir haben gerade schon gelesen, das ist eigentlich Stand 2019. Damals gibt es auch bulgarisch Wörterbücher, aber jetzt gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir nur Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch und Russisch und Spanisch und Chinesisch. Okay, gut. Dann probieren wir vielleicht Französisch. Ja? Dann wählen wir Französisch und dann tippen wir hier Sprache und dann kommt das Ergebnis. Okay, das ist Großwörterbuch, lange Zeit Deutsch, Französisch und so weiter. Ja, okay, das ist so, das ist die Ergebnisse, okay. Und für Deutsch-Wörterbuch gibt es auch einige Möglichkeiten. Wir klicken Deutsch und dann finden Sie hier so viele. Probieren wir nochmal mit Sprache. Okay, das heißt, wir haben hier Duden, Deutsch rechts schreiben und Deutsch als Fremdsprache. Wörterbuch. Das ist vielleicht für die Deutschen nicht nützlich, aber für die Ausländer, das ist sehr nützlich. Okay. Und so weiter. Ja. Und vielleicht sogar für die Deutschen ist das Synonym-Wörterbuch auch sehr nützlich, glaube ich. Okay. Sie möchten ihre Glossare, ihre Vokabel ein bisschen verändern, dann können Sie das Synonym-Wörterbuch benutzen. Okay, das ist eigentlich für lange Zeit. Okay, und wir können eigentlich sogar andere, ich glaube Italienisch können wir auch probieren, ja, für Sprache und weiter. Ja, und dann so, ja, das ist nicht so viel, ja, okay, und so weiter. Okay, das ist lange Zeit. Dann gehen wir weiter zu deutsches Wörterbuch. Und für deutsches Wörterbuch benutzen wir eigentlich auch eine Datenbank von hier. Es gibt natürlich auch kostenlos offene Seite, ja, was wir hier heißt. Wörterbuchportal, dann klicken wir hier. Ja, Berliner Brandenburgische Akademie der Wissenschaft. Ja, das ist von der Berliner Akademie gemacht. Und das heißt, das Wörterbuchportal bietet Links zu wissenschaftlichen Wörterbüchern, Wörterbuchprojekte. Und deswegen
Das ist sehr nützlich und kostenlos. Ja. Und dann klicken wir diese Seite. Okay. Und sind wir bei dieser Seite gelandet. Ja, ich mache vielleicht ein bisschen größer. Okay. Und schauen Sie hier, das ist diese Liste der Wörterbücher, die Sie benutzen können. Okay. Das heißt, es gibt nicht nur deutsche Wörterbücher, sondern auch zum Beispiel hier, das ist altägyptisches Wörterbuch. Das ist bayerischer Wörterbücher, Wörterbuch. Und dann haben wir auch Dictionary of American Spanish. Und früher Neuhochdeutsches Wörterbuch, ja, okay, und dann Etymologisches Wörterbuch der Althochdeutschen, aber das ist eigentlich nicht verfügbar, denke ich, ja. Und es gibt auch Griechisches Wörterbuch und Mittelhochdeutsches Wörterbuch und so weiter, ja. Und einige sind eigentlich nicht sofort verfügbar. Das ist nur die Liste der Wörterbücherprojekte. Und ich glaube, das ist doch verfügbar. Heißt das Deutsches Wörterbuch von Jakob Green, ja? Ja, das ist, ich glaube, das ist das umfangreichste deutsches Wörterbuch für diejenigen, die Germanistik und deutsche Literatur und deutsche Sprachwissenschaft studieren möchten, ja. Und dann klicken wir zu Wörterbuch hier, okay, und dann zu Homepage. Ich glaube, okay, ja, klicken wir online, ja, okay, das ist so. Das heißt, das ist dieser Homepage vom Deutsches Wörterbuch. Und dann, das ist dieser Homepage, und dann klicken Sie hier, DWB, Deutsches Wörterbuch, ja, wie kommt da? Ja, dann klicken Sie diese online, DWB online. Und dann, das ist dieser Wörterbuch. Und dann suchen Sie hier Sprache, okay? Und dann zum Beispiel hier, da haben Sie die ausführliche Erklärung und Beispiele und so weiter. Ja. Natürlich, und Deutsches Wörterbuch von Green für das Wort Sprache ist vielleicht zu ausführlich. Wir brauchen normalerweise nicht so viele Informationen. Aber für manche seltene Wörter können Sie dieses Wörterbuch benutzen. Okay, ja. Das ist eigentlich so. Deswegen zum Beispiel für diese Aufgabe können Sie einen Screenshot von hier machen oder machen Sie einen Screenshot von hier. Das ist Wörterbuchportal und Homepage des Deutschen Wörterbuch. Oder machen Sie vielleicht einen Screenshot von einem bestimmten Suchergebnis. Das heißt, Sie suchen Sprache, Sie suchen Sie suchen Wissenschaft hier, ja, dann machen Sie einen Screenshot. Das ist auch egal, das ist so, ja. Okay, nur müssen Sie selber ein bisschen probieren, ja. Nur beschreiben ist eigentlich nicht genug für diesen Kurs. Und wie gesagt, ich habe schon erklärt, dieser Kurs ist eigentlich ein Übungskurs. Sie müssen selber ein bisschen üben, ja. Nicht nur zuhören und beschreiben, ja. Okay, ich glaube, mit deutschem Wörterbuch, das ist schon genug. Okay, und dann gehen wir zurück zu dieser Portal. Gehen wir zurück zu dieser Portal und es gibt eigentlich eine wichtige Wörterbuch. Das heißt, Moment. Es soll hier stehen, Moment. Schauen Sie hier, ich habe Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen ausgewählt, aber kommt das Wörterbuch nicht. Ja. Das heißt, manche Wörterbücher sind eigentlich nicht verfügbar. Ja.
Okay, ja. Moment, ich möchte euch eigentlich ein sehr nützliches Wörterbuch zeigen, ja. Das heißt Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Diese Seite, digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, ja, das finden Sie in Google. Warum geht das so langsam heute? Okay, ja, das ist diese Seite. Ja. Ich kopiere diese Seite in unsere Gruppenchat. Dann klicken Sie diese Seite. Ja, okay. Das ist eine sehr wichtige Datenbank für die deutsche Sprache. Okay. Und es gibt eigentlich verschiedene Kategorien. Wörterbücher. Dann klicken Sie Wörterbücher. Und was benutzen wir? Hier gibt es Duden großes Wörterbuch. Ja. Ich habe nicht probiert, aber für diese. Das ist für historische Sprachwissenschaft sehr wichtig. Heißt Etymologie Wörterbuch des Deutschen. Ja. Dann tippen wir hier Sprache. Ja. Und dann klicken wir in Wörterbüchern, in etymologischen Wörterbuch suchen. Okay. Ja, okay, und dann kommt das Ergebnis. Heißt, ja, zuerst die Erklärung und dann die verschiedenen Formen, zum Beispiel in Althochdeutsch, in Mittelhochdeutsch, in Altsächsisch, in Mittelniederdeutsch und in Niederländisch und Altenglisch. Und auch später kommt wie kann man sagen, kommt auch Ableitungen von Sprache. Ja. Heißt sprachlich und in Althochdeutsch heißt es sprachlich, ja, und sprachlich und so weiter. Ja. Und später. Und für manche Wörter werden auch germanisch oder urgermanische Rekonstruktion gegeben. Das heißt Sprecho, ja, und Sprechi und so weiter. Und das ist vielleicht nicht so okay. Dann suchen wir ein Wort, heißt Name. Das ist eine sehr bekannte indogermanisches Wort. Okay, und Name haben wir in Germanisch natürlich sehr viele hier, Althochdeutsch, Altenglisch, ja. Und dann haben wir auch in Altindisch, das ist Sanskrit, Altindisch, und in Latein heißt Nomen, und in Griechisch heißt Onoma, ja, und in Russisch heißt Imya, okay, und dann und weiter, okay. Und danach kommt eine indoeuropäische Rekonstruktion. Das heißt Nmen oder Nomen und so weiter. Ab hier, das ist eigentlich nicht so zuverlässig, manchmal. Ja. Aber normalerweise, diese Wörterbuch ist schon sehr gut. Ja. Man soll dieses Wörterbuch öfter benutzen. Okay. Das ist so. Okay, das ist für Wörterbücher. Und dann gehen wir wieder zurück zu dieser deutsche Wortschatz, dieser DWDS. Ja, gehen wir zur Startseite. Okay, und hier haben wir Textkopocha. Ja, das heißt, Sie klicken diese Textkopocha, dann suchen wir Sprache. Okay, dann schauen wir. Ja, das heißt, Sie können diese Anfang und Ende, das heißt Startpunkt oder Startjahr
Startzeit und Endezeit, Wellen. Ja? Und dann, das ist eine Korpus. Und Sie können auch Textklasse suchen. Textklasse wählen. Zum Beispiel, Sie möchten nur das Wort Sprache in wissenschaftlicher Literatur suchen. Dann kreuzen Sie diese weg. Ja? Und dann nehmen Sie nur Wissenschaft und dann klicken Sie so. Okay? Ja? Und das heißt, es gibt insgesamt 10.000. Das heißt, es ist ein sehr übliches Wort. Okay? Und hier können Sie auch verschiedene Kernkorpus haben, auswählen. Und das ist ja 1900 bis 1999. Dann können Sie auch spätere, können Sie auch frühere, ja, das ist verschiedene Kernkorpus haben. Okay. Und das ist sehr wichtig, weil diese Kernkorpus können wir später für Datenanalysis benutzen. Wir werden eigentlich später in unserem anderen Kurs manche Software benutzen. Und das ist, was wir später, ich weiß nicht, vielleicht in vierter oder fünfter oder vierter Sitzung probieren. Das ist eine Software, heißt EndConk, für Datenanalysis. Das heißt, Sie können genau analysieren, welche Kombination von Sprache häufig ist. Ja, das heißt, mit welcher Wörter kommt Sprache sehr oft vor? Ich glaube, Sprache ist vielleicht nicht so, vielleicht kein gutes Beispiel, aber für manche Wörter können wir doch solche Untersuchungen durchführen. Ja. Okay. Weil Sprache ist eigentlich zu häufig. Ja. Das ist 10.000. Ja. Okay. Okay. Das ist eine Datenbank für diese Textkorpus. Und es gibt noch eine Datenbank, heißt Deutsches Textarchiv. Ja. Deutsches Textarchiv. Ja. Das ist auch ein Textdatenbank für die deutsche Sprache. Ich kopiere diese Seite in unser Group-Fenster. Okay. Ja. Und wie kann man das machen? Wie soll man. Wie soll man diese Datenbank benutzen? Das heißt, wir tippen wiederum das Wort Sprache in diese Korpus. Und hier, das ist in Korpus, dann tippen wir Suchen. Ja. Das ist bestimmt sehr viele, zahlreiche Belege. Das heißt, es gibt insgesamt in diesem Korpus ungefähr 36.000 Belege. Okay? Und hier, das ist dieser Belege aus ab 1600. Okay, und Sie können hier auch ein bisschen sortieren. Das heißt, Sie können Daten aufsteigend sortieren oder absteigend sortieren. Ja, okay. Ich glaube, Sie können auch zufällig. Auch zufällig finde ich ein bisschen nutzlos. Ja, wir möchten ein bisschen untersuchen. Deswegen tippen wir aufsteigend. Okay, und aufsteigend, da finden wir in dieser Datenbank natürlich, nicht in ganze deutsche Korpus, in dieser Datenbank, obwohl diese Datenbank schon riesig ist. Ja, das ist schon sehr kräftige Datenbank. Okay, und dann schauen Sie hier, das ist dieser erste Blick ist aus Anfang, Moment, das ist 1488, glaube ich, ja. Und dann zweite ist 1522, 22 und so weiter. Und hier finden wir gescannt. Ja, und das ist schon alles digitalisiert. Und hier finden Sie die Transkription
Ja, ich weiß, diese Schrift ist für manche vielleicht ein bisschen schwierig zu lesen. Und deswegen können Sie hier die Transkription anschauen. Ja, okay, das ist so. Und hier wird Sprache, was wir gesucht haben, hervorgehoben. Ja, das ist sehr hilfreich. Und Sie sehen, die Buchstaben sind anders. Ja. Das sieht ein bisschen anders, ja. Und hier finden Sie hier. Das können Sie auch. Oh, ich mache zu groß. Ja. Ja, das ist Sprache und Sprachen und so weiter. Ja. Okay. Und dann gehen wir zurück. Okay, gehen wir zurück. Und dann klicken wir diese Diagramm. Ja, das ist eigentlich eine statistische Darstellung der Häufigkeit oder relativ, das ist relativ Häufigkeit von Sprache, das Wort Sprache. Das heißt, ja, Sie sehen, das ist ich weiß nicht, wie hier, warum 17. Jahrhundert so niedrig ist. Und ich weiß auch nicht, warum 17. Jahrhundert, 1770 und so hoch ist. Ja, das ist wirklich interessant zu wissen. Ja. Aber mindestens von dieser Seite haben wir ein Ergebnis. Ja. Okay, das ist diese Darstellung. Ja. Ja, ich glaube, für diese Seite können wir manche interessante Sachen finden. Ja. Weil zum Beispiel, ich habe früher, vielleicht suchen wir Sprachwissenschaft. Ja. Suchen wir Sprachwissenschaft. Ja. Und dann schauen wir, wie oft Sprachwissenschaft oder wie früher ist das Wort belegt. Ja. Dann klicken wir aufsteigend. Ja, okay, dann aufsteigend. Ja, warum? Aufsteigend. Ja, warum hier? Komisch. Ja. Okay, das heißt, ich weiß nicht, warum hier haben wir 2 mal 1961, aber hier, das ist sicherlich auf. Steigend. Erster Blick finden wir in 1810 im Buch von Friedrich Ludwig Jahn und Deutsches Volkstum und dann noch Wolfgang Menzel, die deutsche Literatur und so weiter. Okay. Das heißt, die reine Sprachwissenschaft behandelt entweder die Sprache eines Volkes. Das heißt, Sie wissen, dass ja, das ist eine wichtige Information über das Sprachwissenschaft und die Bedeutung und wie man das Wort verwendet. Ja, das ist deswegen sehr interessant, oder? Ja, und dann später 1844 und so weiter. Ja, und insgesamt haben wir hier haben wir 249 Treffer in dieser Datenbank. Ja, okay, und dann können wir auch diese statistische Darstellung anschauen. Das heißt, vor 18. Jahrhundert gar keine Belege. Das heißt, dieses Wort Sprachwissenschaft wurde in ungefähr 1800 erfunden, erstmal erfunden. Und dann in 1900 ist das, oder 1910 bis 20 war das Wort Sprachwissenschaft sehr häufig verwendet, benutzt. Ja. Okay. Aber immerhin, wie gesagt, das ist eine, wie kann man sagen, die Ergebnisse basieren eigentlich auf
den Datenbank in dieser Seite eigentlich nicht alle Bücher. Ja. Ich glaube, man kann auch nicht alle Bücher digitalisieren und in Datenbank eintragen. Ja. Das ist unmöglich. Aber trotzdem, diese Datenbank ist schon riesiger. Ja. Das schauen Sie hier, das heißt 1,7 Vorkommen pro 1 Million Token. Das heißt, Sie haben eigentlich Millionen Wörter statistisch eingetragen und dann berechnet. Ja. Das ist schon ein sehr riesiges Korpus. Ja. Okay. Okay, und dann für diese Datenbank schreiben Sie in Ihrem Portfolio so. Ich erkläre nochmal. Das heißt, für die Beschreibung, wie gesagt, für die Aufgabe im Portfolio gibt es drei Schritte. Für den ersten Schritt beschreiben Sie den Vorgang. Das heißt, wir tippen zuerst Deutsches Textarchiv in Google und dann finden wir diese Seite und dann, das ist. Ja, okay. Und dann tippen wir ein Wort hier und zum Beispiel Sprachwissenschaft. Ja, Sie können irgendein Wort tippen, das ist egal. Ja, okay. Dann dann klicken wir suchen und dann wählen wir Datum aufsteigend. Natürlich können Sie auch absteigend machen, aber ich finde aufsteigend vielleicht nützlicher, ja, okay. Und da haben Sie hier diese Seite, okay. Und jetzt machen Sie ein Screenshot. Machen Sie jetzt ein Screenshot von dieser Ergebnisseite, okay. Das ist alles, was Sie machen sollen, ja. Ich glaube, das ist klar, oder? Ja, dann machen Sie jetzt einen Screenshot vom Ergebnis. Ja, okay, das ist okay. Okay, das ist für die manche deutsche Korpora. Sollen wir auch von den Diagramm? Das ist egal, ja. Für Diagramm, das ist egal. Sie können eigentlich, schauen Sie, Sie können eigentlich zusammen eine Screenshot machen von hier. Aber das ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass Sie wissen, wie dieses Korpus von Google auffinden können. Und dann, wie können Sie Daten aufsteigend darstellen? Und dann, wie können Sie ein Ergebnis finden und so weiter? Das ist so. Sie können auch so ein Screenshot machen. Das ist eigentlich egal. Ne? Okay. Ja. Ich hoffe, das ist klar, oder? Dieses Datenbank. Ja. Okay. Dann kommen wir, vielleicht schauen wir noch eine Datenbank. Ja? Das ist eigentlich, was wir schon gesprochen haben. Ja, das ist für die deutsche Korpus. Wir haben eigentlich für die deutsche Datenbank oder Datenbank über oder Datenbank über die deutsche Sprache. Okay, wir haben als restaurierte Bücher zusammengeschaut. Pons Wörterbuch, ja. Okay. Wir haben Pons Wörterbuch ja, gefunden, benutzt. Und da auch Langerscheid Wörterbuch. Moment, wo ist das? Ein bisschen. Ja, hier. Wir haben auch Langerscheid Online-Wörterbuch probiert. Ja, okay. Und dann auch Deutsches Wörterbuch von Jakob Grimm. Klicken Sie hier, dann kommt das Wörterbuch von Jakob Grimm. Okay. Und dann für Sprachwissenschaftler das Wörterbuch. Moment. Für Sprachwissenschaftler, das heißt, Moment. Ja, dieser Seite. Das heißt DWDS,
Das finden Sie auch in Google. Ja, das ist ein sehr wichtiges Portal für Wörterbücher und auch Textkorpora. Okay. Und ja, und hier finden Sie auch Statistik. Ja. Obwohl ich selber nicht so oft, ich benutze eigentlich Deutsches Textarchiv. Aber hier können Sie auch probieren. Sprachwissenschaft, klicken Sie Wortauslauf. Ja. Das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ja. Und dann suchen, wählen wir vielleicht hier. Das ist vielleicht 1800 bis 2000. Okay. Textklassen. Okay. Ja, das ist wirklich komisch. Hier, das ist wirklich komisch. Ah, okay. Wert muss größer oder gleich 1946. Das heißt, dieser Korpus ist viel kleinere als Deutsches Textarchiv. Ja. Deswegen würde ich für solche Ergebnisse, nämlich Verlaufskurve von bestimmten Wörtern, bestimmten deutschen Wörtern, diese Datenbank empfehlen. Ja. Ich würde eigentlich diese Datenbank empfehlen. Das heißt, Deutsches Textarchiv. Okay. Sie müssen den Namen auswendig lernen. Ja, das ist sehr wichtig. Heißt Deutsches. Ja, deswegen diese Datenbank ist nicht so nützlich. Wir haben schon gesehen. Und für diese Website würde ich die Internetverbindung hier ist nicht so stabil. Und für diese Website würde ich Wörterbücher empfehlen. Ja? Und in dieser Wörterbücherabteilung finden Sie das etymologische Wörterbuch des Deutschen. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Website. Wir können auch Wissen suchen. Ja? Wir können auch Wissen oder Wissenschaft, ist egal. Ja? Oder wir können probieren wir Wissenschaft. Vielleicht. Wissenschaft. Ja, wir haben auch Wissenschaft hier. Dann probieren wir Wissenschaft. Sprachwissenschaft gibt es vielleicht nicht. Ja. Das heißt, Wissenschaft besteht aus Wissen und natürlich Schaft. Und Wissen ist eine sehr wichtige indoeuropäische Wort. Und das ist aus der Wurzel Welt. Und diese Welt bedeutet Wissen und Sehen. Ja. Und zuerst erblicken. Und dann, was man erblicken, gesehen haben, hat bedeutet Wissen. Ja. Das ist diese semantische Entwicklung. Dann schauen Sie hier. Ja, hier. Das heißt ursprünglich auf Welt oder Wit, ja, und heißt erblicken und sehen und gesehen haben bedeutet Wissen und weiter. Das ist die semantische Entwicklung. Okay. Und dann über Schaft, ich glaube Schaft ist ein Suffix, dann finden Sie auch Suffix hier. Ja. Das heißt, um Suffix zu suchen, dann tippen Sie einen Bindestrich. Sie müssen einen Bindestrich hier tippen, ja, Bindestrich, und dann schreiben Sie Schaft und dann klicken Sie Suchen und dann kommt die Erklärung. Ja. Okay, und dann was ist eigentlich Schaft? Und Schaft haben wir in Althochdeutsch heißt es Skaff und dann Englisch heißt Geskep. Und Altnordisch heißt das Skap und so weiter. Und ursprünglich bedeutet Schaft eigentlich Form oder Beschaffenheit. Okay. Und danach entwickelt sich zu einem Suffix. Ja. Das ist eigentlich eine Entwicklung, was wir als Grammatikalisierung nennen.
Und sie werden später bei Hackstein solche Sachen lernen. Ja. Wir nennen dies als Grammatikalisierung. Ja. Okay. Das ist so. Ja. Und Grammatikalisierung finden Sie natürlich auch in Wikipedia. Grammatikalisierung. Ja. Das ist eine sehr wichtige Kategorie, sehr wichtiger Terminus, Technikus. Ja. Auf Englisch heißt es Grammaticalization. Ja. Okay, das ist so, ja. Das heißt, die Grammatikalisierung bezeichnet einen Prozess des Sprachwandels, bei dem eine sprachliche Einheit ihre lexikalische Bedeutung am männlich verliert und zunehmend als ein morphosyntaktischer Marker, ja. Das heißt, manchmal Suffix, ja, und manchmal auch Infix und so weiter. Das ist so, ja. Okay, das ist, ich glaube, das ist schon genug für die deutsche Datenbank oder Coppora. Und dann schauen wir vielleicht ein bisschen über die fremde Sache, ja, was trotzdem für uns sehr relevant ist. Es gibt eine sehr wichtige Datenbank, heißt Titus. Und Titus ist für uns für uns historische Sprachwissenschaft sehr wichtig. Und suchen Sie Titus in Google, dann klicken Sie Titus. Ja, das ist nicht, was ich meine. Ich meine nicht ein Skate Shop. Ja, okay. Dann mache ich ein bisschen vollständiger. Heißt Thesaurus. Okay, das ist, was ich meine. Suchen Sie Titus plus Thesaurus, weil das erste T steht für Thesaurus. Okay, dann klicken wir dieser Seite. Titus Uni Frankfurt. Okay. Okay, und Titus bedeutet Thesaurus indogermanische Texte und Sprache Materialien. Okay, das ist gekürzt, Abkürzung Titus. Okay, und für diese Datenbank wählen Sie hier. Es gibt eigentlich sehr viele nützliche Sachen. Und zum Beispiel, Sie suchen vielleicht Institute. Hier finden Sie alle wichtigen Institute in der ganzen Welt, die historische indoeuropäische Sprachwissenschaft als Studiengang bieten. Okay, ich hoffe, das ist klar. Was ich meine, das heißt, nach Ihrem Bachelorstudiengang können Sie vielleicht, ja, natürlich sind Sie alle willkommen, weiter in München zu bleiben, natürlich. Und unser Institut bietet natürlich auch Masterstudiengang und auch Promotion, natürlich. Aber falls Sie Interesse sogar während ihres Bachelorstudiengangs ein Austauschsemester haben möchten. Natürlich, jetzt ist es unmöglich, jetzt alle bleiben zu Hause, aber wenn die Corona vorbei ist, müssten Sie vielleicht später in eine ausländische oder in eine andere Stadt ein bisschen wohnen, studieren möchte. Das ist diese Liste. Ja, das ist die Liste der, wie kann man sagen, die ideale Städte oder Ausländer, wo sie historische Sprachwissenschaft lernen können. Okay. Und dann schauen wir vielleicht zuerst Deutschland. Und Deutschland, natürlich, München ist die beste Stadt für Indogermanistik. Ja. Und in ganz Deutschland gibt es auch viele Städte, die dieser Studiengang bieten. Zum Beispiel, ich glaube, Sie können wahrscheinlich nach Erlangen gehen. Erlangen gibt es auch Indogermanistik. Aber Hamburg gibt es nicht mehr. Ja, diese Information ist eigentlich nicht wirklich
aktualisiert. Ja, früher gab es, aber nicht zu vergleichen mit München. Ja. Und in Würzburg gibt es ein Institut für vergleichende Sprachwissenschaft, Würzburg. Göttingen gibt es leider nicht und Freiburg auch nicht mehr. Und Berlin gibt es ein bisschen, aber nicht echt gut. Ja, okay. Und Marburg gibt es auch. Ja, in Marburg können Sie wahrscheinlich hethitisch studieren. Ihre Hethitologie dort ist sehr gut. Ja. Und noch eine Stadt, Jena. Und in Jena gibt es Lehrstuhl für Indogermanistik und der Professor dort. Und der Professor dort ist auch sehr gut. Er heißt Martin Kümmer. Okay. Er studiert eigentlich früher in Freiburg. Okay. Ja, das ist eigentlich in Deutschland. Und Sie haben vielleicht Interesse in andere Länder, glaube ich. Ja. Okay, zum Beispiel in Österreich. In Österreich natürlich, Wien ist die beste Stadt für Indogermanistik. Ja. Und sie haben ein gutes und großes Institut, sie haben auch Akademie dafür. Ja, das ist so. Und Innsbruck und Salzburg bieten auch, aber nicht zu vergleichen mit Wien. Okay. Und dann Schweiz. In der Schweiz haben wir auch einige Universitäten, die vergleichende Sprachwissenschaften bieten. Und natürlich der beste Ort oder die beste Universität für Indogermanistik finde ich natürlich Universität Zürich. Ja, okay, sie haben auch ein sehr gutes Institut. Ja, Professor. Moment, Professor Dunker, ja, George Dunker und Paul Widmer, ja, es gibt einige gute Professoren dort. Und Basel ist auch sehr bekannt für Sprachwissenschaft, ja, okay, das ist so. Und dann vielleicht in Europa gibt es natürlich auch andere Länder. Natürlich zum Beispiel Frankreich, aber ich finde Paris, ja, Paris ist hier. Ja, in Paris gibt es auch, in Oxford natürlich, ja, und in Leiden auch, ja, okay. Ja, und natürlich in Kopenhagen gibt es auch, okay. Und dann in den USA natürlich gibt es auch Linguistics und ich finde vielleicht Cornell ist sehr gut und Harvard natürlich auch ziemlich bekannt und Los Angeles auch, ja. Die drei Universitäten, das heißt University of und Cornell University, Harvard University und University of California in Los Angeles. Ja, das ist die Universität heißt University of California, ja, UCLA. Das ist okay. Okay, das ist für Institut. Und Sie finden, das ist natürlich nicht unsere Hauptaufgabe. Sie müssen hier nicht das Screenshot, hier brauchen Sie kein Screenshot machen. Ja, okay. Jetzt gehen wir zur Datenbank. Das ist eigentlich unsere Fokus. Ja, okay. Und das heißt, dieses Portal ist sehr. Wir können sagen, sehr kräftig, sehr riesige. In dieser Datenbank finden Sie alle Sprachfamilien der indogermanischen Sprache. Und unter jeder Familie gibt es auch kleinere Abteilungen und von älterer zu jüngerer Sprache. Und zum Beispiel für germanische Sprache, ich glaube, das ist vielleicht für uns die bekannteste. Für Germanic gibt es Gothic, Nordic, Old English und Old Frisian, Old Saxon und weiter und weiter. Ja. Und natürlich auch Deutsch. Ja, hier. Dann klicken wir vielleicht auch Deutsch und dann haben Sie, es gibt
unterschiedliche, es gibt verschiedene althochdeutsche Literatur, ja, Hillebrands Lied und Isidor und Nocta und so weiter. Ich, klicken Sie zum Beispiel dieser, ja, klicken Sie dieser. Und dann bei dieser Seite, ja, und können Sie Next, ja, suchen Sie Next, ja, das ist dieser, und das ist Handschriften, ja, okay. Deswegen können Sie eigentlich Transkription, das ist die Transkription und das ist die originale Handschrift, Sie können zusammenlesen, ja, okay, das ist so, okay. Deswegen, das ist eigentlich sehr nützlich. Und jetzt können Sie einen Screenshot machen. Das ist ein Ergebnis. Ja? Okay. Sie beschreiben so, so sollen Sie beschreiben. Das heißt, Sie tippen Titus Thesaurus in Google und dann finden Sie diese Titus-Seite. Und Sie können auch diese Seite kopieren. Diese Website, diese Seite titus.com. Unifrankfurt.de in ihre Seminar, in ihre Portfolio kopieren und dann gehen Sie zu dieser Seite und dann wählen Sie Textdatenbank und wählen Sie Germanic und wählen Sie Old High German und klicken Sie Old High German und finden Sie verschiedene Texte oder Literatur und dann wählen Sie irgendeine, das ist egal. Ja. Sie müssen nicht unbedingt Hillebrands Lied wählen. Ja, Sie können anderes, andere Texte wählen. Und dann, nachdem Sie Hillebrands Lieder oder irgendeine Texte gefunden haben, dann klicken Sie Next, um den Haupttext zu lesen. Und klicken Sie auch Beard. Klicken Sie auf Page of Manuscripts und dann kommt die Handschrift in der, wie kann man sagen, hintere Teil, ja, oder ja, untere Teil. Und dann jetzt machen Sie einen Screenshot. So, machen Sie einen Screenshot jetzt. Ja, okay. Ja, okay. Ich würde eigentlich nicht empfehlen, dass Sie jetzt aus meiner Bildschirm ein Screenshot machen. Sie sollen eigentlich aus Ihrer eigenen Rechner ein Screenshot machen. Ja. Natürlich können Sie jetzt ein Screenshot machen, aber das ist zwecklos. Ich meine, ich hoffe, dass Sie zu Hause mit Ihrer eigenen Rechner ein bisschen üben und ein bisschen probieren. Ja. Okay, ich hoffe, das ist klar bei dieser Seite. Ja, okay. Wir können eigentlich auch andere Texte anschauen. Zum Beispiel bei welcher Sprache? Ich bin nicht so sicher. Bei Gothic, ja, Gothic können Sie auch probieren. Bei Gothic ist für, bei Gotisch ist für Biber, für, besonders für Neue Testamente sehr wichtig. Ja. Okay, dann klicken wir diese Seite. Okay, das ist so. Ja, am Anfang ist natürlich eine, ja, okay, jetzt, ja, okay. Und bei dieser Seite haben wir eigentlich vier Zeile oder vier Teile. Oder natürlich, erste ist Handschriften. Ja, okay, klicken wir Handschriften. Ja, das heißt, die Handschriften finden Sie auf anderer Website, nicht gleichzeitig in Titus. Aber das ist eine andere Website. Aber trotzdem ja, können Sie selber anschauen. Ja, das ist so. Ja, okay. Und das ist wirklich deutlich. Sie können vergrößern. Ja, ich mache. Ich zeige euch, das können Sie vergrößern. Ja, unten links können Sie vergrößern, ja. Aber das ist eigentlich nicht so deutlich, ja. Schade, nicht so deutlich. Das ist schon ziemlich alt, ja. Ich glaube, das ist ungefähr
Oh, das ist ja genaue Zeit habe ich. Ah, Datum, schauen Sie hier. Das ist ungefähr 400 Jahre alt, ja. Deswegen, ja, das ist ziemlich alt, ja. Okay. Ja, und dann wiederum gehen wir hier. Das heißt hier erste Zeile, das ist gotisch, gotisch in gotisch Buchstaben. Und dann, das ist die Transkription. Das ist Transkription der der gotischen Schrift, ja. Okay. Und dann kommt die lateinische Übersetzung. Und dann, das ist die originale griechische Texte, ja. Weil eigentlich gotische Bibel aus griechische Neue Testament, neue griechische neue, neue Testamente übersetzt wurde, ja. Deswegen, das ist sehr nützlich, dass wir die zwei Versionen oder manchmal lateinische Übersetzung auch sehr wichtig zusammenlesen, ja. Okay. Und hier auf der rechten Seite können Sie verschiedene Bücher wählen, ja. Und natürlich hier am Anfang, das ist Matthäus und dann Johannes und Luca und so weiter, ja. Sie können die verschiedenen Bücher wählen. Und dann wählen Sie Luca und dann wählen Sie Kapitel 1 und dann klicken Sie Look up. Look up, dann das ist diese Ergebnisse. Ja, das ist Evangelium Secundum Lucam, der zweite Evangelium Luca. Okay. Jetzt können Sie ein Screenshot machen. Ungefähr so, ja. Okay. Okay, ich glaube, das ist, ich benutze jetzt nur zwei Beispiele aus Germanisch. Und nächstes Mal schauen wir andere Corpora, ja. Wir haben noch viele andere, nicht nur Germanisch, sondern auch Griechische, sondern auch Indo-Iranisch und Italisch und so weiter. Ja. Okay. Das heißt, in Ihrer Bachelor-Studiengang sind Sie eigentlich erwartet, einige alte indogermanische Sprache zu lernen. Sie können Latein, Sie können Griechisch, Sie können Sanskrit, Sie können auch germanische Sprache, nämlich Gotisch, ja, und Sie können natürlich auch Baltoslawisch, ja, Russisch und Litauisch lernen, ja. Deswegen finde ich, das ist diese Website oder diese Datenbank sehr nützlich für euch. Ja. Wir werden nächstes Mal weiter damit beschäftigen. Okay, das ist alles für heute und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis jetzt. Und ja, Sie können jetzt auch vielleicht etwas essen, zum Abendessen gehen. Ja. Okay. Okay, dann vielen Dank und wir sehen uns nächstes Mal. Ich werde unsere Sitzung, ich habe schon aufgezeichnet und ich lade das Video in YouTube hoch und Sie können aus der selber Link anschauen. Ich habe euch früher diese Videoliste schon geschickt. Ja? Ich schicke euch später eine Nachricht mit aller Website, die wir heute benutzt haben. Okay, haben Sie Fragen oder Sie können natürlich mir später Nachrichten schicken, falls Sie Fragen haben. Okay, dann das ist alles für heute. Wir sehen uns übernächste Woche. Ja, okay. Ja, Ihnen auch. Ja, danke. Ja, schönen Abend. Ja. Bleiben Sie alle gesund. Das ist jetzt das Wichtigste. Ja. Okay. Gesundheit ist das Wichtigste. Bleiben Sie alle gesund. Ja. Okay. Wir sehen uns übernächste Woche. Okay. Wiedersehen. Ja. Okay. Ich schließe unsere Sitzung. Ja. Okay. Wiedersehen. Ja.